und sowas. Gib uns einfach den Code zur Hauptsteuerung der Station. Okay, okay. Aber ihr habt es nicht von mir, okay? Also, nee. Gib dir ein. B-I, D-I, B-O-M. Dann die von diesem Token erzeugte Zahl. Genieße den Augenblick, Perico. Heute wärst du fast gestorben. Boah, haben wir Glück. Wir haben so Glück. Okay, okay. Klar, du könntest den Code einfach ändern. Aber ich werde dich am Leben lassen. Und du sendest dafür weiter und wartest mit der Änderung, bis mein Kollege Pakatari seine Botschaft abgesetzt hat. Jetzt, bla bla bla, ist doch gut. Ist doch okay. Also gleich erstmal die Waffe wechseln, weil die ist ja... Aber ich bin nicht sicher, ob wir das Signal hacken können. Das ist mir bewusst. Wir wissen von einem Funkexperten, der Rebellen in Santa Blanca gefangen hält. Sie müssen ihn befreien. Wir brauchen seine Kenntnisse. Die haben nicht zufällig einen, der frei rumläuft, oder? Nein, und ich habe auch keinen. Bringen Sie ihn zu einem Sammelpunkt. Ich besorge das nötige Gerät, damit sich Pakatari einklinken kann. Verstanden. Boah, 250. Ah, Munitionskiste. Wäre ja auch mal eine schöne Sache, ne? So, die nehmen wir auch mit. Und Munition mal holen. Haben ja gar nichts mehr gehabt. Schön, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. 5 und 6, das ist ja schon das Ende. Kataris Funktechniker wird am Olikodam gefangen gehalten. Wir müssen den Mann rausholen, damit er uns hilft, Pericos Rundfunksystem zu hacken. So, gejagt, gejagt. Wir könnten ja jetzt mal kurz einen Moment warten, bis das Gejagt weggeht. Da nähert sich ein Helikopter. Mhm. Dann dauert es, bis es gejagt weggeht. Ah, mal schnell noch mal gucken. Fertigkeitenmäßig haben wir nichts bekommen. Fraktionsmäßig 27%. Ja gut, Schritt für Schritt, ne? Ghost-Stufe 13. Präsenz 5 von 45. Das machen wir mal in so einem Stream. Komm schon, gejagt, geh weg. Das habe ich nicht gelesen. Was haben die da gesagt? Komm schon, geh weg. Oh, ich Idiot. Ah, für meine Intelligenz mal wieder 100 Punkte. Einfach die Geduld nicht dafür. Na komm. Sehr schön. Super. Ha. Clever, clever, clever. Sehr gut. Den machen wir noch platt. Da haben wir noch eine weitere Ebene erreicht. Dann sind wir schon mal beim ersten Drittel angefangen vom ganzen Spiel. Wow, Folge 748.000, Spiel beendet. Ich weiß gar nicht, wie Kishore, wie weit der gespielt hat. Aber es war, glaube ich, auch nachher Folge 40 oder so. Es ist zumindest mal nicht wenig. Fazit, Waffe wechseln, weil das ist die Waffe, die könnt ihr euch in den Arsch stecken. Also die war ja mal totaler Rotz. Weil Feuerrate so extrem schlecht war. Dann nehmen wir die lieber. Ja gut, dann nehmen wir aber trotzdem 50 Schuss, ist natürlich immer ein bisschen mehr. Vergiss es. Ja. So, gibt's da ein Heli?
den gibt's. Ab dafür. So, ein bisschen Motorrad fahren. Ich komme gleich nach. So, bam, 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 bam. Denn? Dieses Theater immer. Da ist sicher auch noch einer. Ich sehe einen Scharfschützen. So, jetzt. Da hatte ich eigentlich auch immer einen drin. Sieht man den jetzt gerade gar nicht. So, hier mal einmal hoch. Da ist einer mit Maschinenpistolen. So, Ort mitnehmen. Sehr schön. Wiederbelebungstempo fett. Und jetzt brauche ich nochmal einen Hubschrapp. Und dann war das auch schön, dass wir hier waren. Hoch. Hoch, 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 du fettes Baby. Schönes Ding, wir kommen Schritt für Schritt voran. Oh, fuck. Hoch, hoch. Ah, Mann. Nicht euer Ernst, wie cool. Um mehr zu sein. Könnten wir doch da direkt landen, oder ist es doof? So. Aufpassen Sie, wenn keine Zivilisten genau auf, wo ihr hinschießt. Finden Sie den Rebel. Okay. Okay. Markieren Hauptmann. Super, Mörser. Oh Mann. Alarm hier drüben. Hauptmann Tango. Wir sind jetzt bei 10. Ist es euer Ernst? Das ist schon wie ein Full House hier. Ja gut, der Mörser. Bringen die den um? Das ist halt die Frage. Wenn wir da jetzt voll reinstürmen. Das ist eine Menge Aufwand für einen Rebellenfunker. Seht's als Gefallen für die Rebellen. Wir können ihr Wohlwollen gebrauchen. Aber achtet darauf, dass der Gefangene heil bleibt. Zurück, bevor sie dich entdecken. Ja, ja. Die schreien da immer rum. Und tschüss. Und tschüss. Jungs, ihr müsst ein bisschen helfen. Ihr auch. In der Zeit mache ich mal den Mörser ein bisschen platt. Ich
Wo ist der Sack? Dieser blöde. Das hat ja super funktioniert. Alarm ist weg, das ist weg. Den Punkt holen oder mit dem schnell quatschen? Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Ah, schnell mal hier den Punkt holen. Ob das zu meiner Klasse A-Uniform passt? Wuppa! Fertigkeitspunkt uns geholt. Kingslayer-Atem. Ach komm, quatsch mal schnell mit dem. Wer seid ihr? Unser gemeinsamer Freund Pakatari schickt uns. Es dauert noch. Gehen wir. So, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Oh shit, oh, schaffst du es noch? Ja, ich schaff's noch. Ah, hier haben wir es direkt. Sehr schön, dann nehmen wir die Dokumente auch noch schnell mit. Schönes Ding, Hubschrauber, Hubschraub, Schraub. Steig ein. Steig ein. Als ich 25 wurde, arbeitete ich in einer Mine nahe Wainer. Pakatari ist mir Senior Kommandante. Ich glaube kaum, dass er die Anrufe hat, um meine Wenigkeit zu retten. Sie haben technische Kenntnisse, die wir für unseren Einsatz brauchen. Wir wollen DJ Bellicos Radiosignal kapern. Oh merda. Meine Frau liebt diese Sendung. Und ich sage ihr immer, hey, das ist der Feinkerei. Aber er ist so wichtig. Ich wusste, dass den Tag kann ich auch nichts machen, etwas Schlimmes passieren würde. Oh, Hennis. Also schreibe eine Rübe in die Berge und tötete ein Lama. Nicht so einfach mit den Mädels, ja, ja. Spielte ich sein Blut an den Eingang als Gabel vor Licht. Jetzt müssen wir da wieder hin, wie der Funkmast ist, oder? Nee, ach, das ist unsere Homebase. Da rechts sehen wir nochmal diesen Riesenschrein. Nach und nach verstummten meine Freunde. Ich hockte in der Dunkelheit und lauschte, wie sie starben. Und dann sah ich an der Reihe. Ein Geruch. So, auch schönes Ding. Verbranntes Haar und Schwefel. Speichern, perfekt. Super gemacht. Gumpa, ich danke dir. Die Sendung könnte ein größerer Sieg für uns sein, als uns klar ist. Oder auch nicht. Carajo, keine Sorge. Ich erledige das und dann sehen wir. Adios, Wei. Bleiben Sie am Kartellradio dran. Läuft. Mach ich. Hören wir Kataris Rede schneller als gedacht. Hua. Huha. Uhu. Gut. Pakataris Rede wird im ganzen Land gehört. DJ Perico war schon immer ein Idiot. Aber jetzt steht aus Wayne wie einer da. Wie bewerten Sie die Reaktionen, die reinkommen? Wenn es nicht gerade Selfies macht, checkt mein Social-Media-Team die Online-Trends. Unter Hashtag DJ Perico gibt's jetzt schon echt lustige GIFs. Nett. Schön! Oh, 12 Fertigkeitspunkte, leck mir am Arsch. Extra Simultanschuss möchte ich bitte. Warte, sind wir richtig? Ja. Wiederbeleben, nö. Ausgebildete Rebellen, nö. Geborener Anführer. Töten effizienter. Ah, das ist clever. Das ist nicht schlecht. Der Körper wäre schön mit ein bisschen mehr Schusswiderstand. 4900. Wow. Ausdauer. Das braucht er richtig Punkte hier. Blendgranaten, Signalpistole, das sind alles Sachen, die braucht keine Sau. Splittergranaten. Stabiles Zielen. Fahrzeugstörung, naja. Nee. Nö.
Oh, es gibt eine neue Waffe. Aber wie gesagt, die sind alle noch Käse. Ich muss noch warten, bis ich... Ah, wo ist das Baby? Ist noch ein bisschen weiter unten, ne? Das da, das wäre wahnsinnig. L5A3. Nennt man auch anders. So. Ja, schön. Haben wir mal auch platt gemacht. Das ist auch nur 3. Malaka. Ja, 3 ist ja auch okay. Das ist auch wieder so ein leeres. Das ist halt schon richtig krass, die 2. Die werden uns richtig zusetzen. So viele Dreier gibt es dann gar nicht mehr. Nee. So viele Dreier gibt es dann gar nicht mehr. Unbekannt, unbekannt. Es gibt hier aber mehr solche Freaks, wie auf der Karte zu sehen sind überhaupt. Hm. Oh, Video. Ein Gewissen ist gefährlich, vor allem für die Person, die es hat. Ramon Feliz konnte nicht mit sich leben. Er war kurz davor, den feigen Ausweg zu wählen, als... Anscheinend hatte Feliz trotz seines Wechsels zu uns noch eine Quelle, die bereit war, ihm Informationen zu liefern. Um Chivato. Informationen, die ich jetzt kannte, da Leute von mir seinen Computer überwachten. Es ist ein Jammer. Hätte Ramon gewusst, was unterwegs war, hätte er sich getötet. Ramon. Schön. Großes Kino. Heieiei. Dann machen wir mal hier, oder? Da sind drei Totenköpfe. Ich glaube, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann reisen wir mal hier hin. Dann haben wir nicht so weit bis zur Grenze. Und machen da mal weiter. Ja, ich bin mal gespannt, weil so viele Fraktionen gibt es ja gar nicht. Hm, bin auch gespannt, wie schwierig das nachher wird. Also 3 ist nicht so schlecht. Ist okay. Die Rebellen können für sie Bereiche auskundschaften. Ihr Team soll sich bereit machen. Ramon Feliz ist ein beliebter bolivianischer Blogger, der für das Kartell arbeitet. Gewöhnlich schreibt er über Santa Blancas Wohltätigkeitsevents. Aber heute Morgen hat er gemeldet, das Kartell handle mit Kindern. Ich wette, jetzt ist jemand sauer. Sorgen macht uns vor allem Svenjo. Finden Sie Feliz und sichern Sie den Beweis, bevor ihr das Kartell mundtot macht. Klingt ja ganz einfach. Nehmen Sie alles mit, was geht. Er muss reichlich Dreck über das Kartell haben. Er lebt in Santa Elena. Ich schicke Ihnen die Adresse. Verstanden. Nomad Ende. Finden Sie Ramon Feliz. Hm, sieht ja nett aus, der kleine Junge. Oh nö. Aha. Das ist dann hier. Okay. Ramon Feliz hat sich zum Wurst. Bowman, wir betreten jetzt die Provinz Marca. Haben Sie Informationen? Oh shit, das ist irgendwo El Chido. Ist das jetzt schlecht oder? Das ist der angesagteste Narkokurier-Sänger. Seine Lieder preisen den Drogenschmuggel an. Da kann ich nicht mitreden. Sollten Sie aber. Er ist das öffentliche Gesicht des Feindes. Eine Propaganda- und Rekrutierungsmaschine mit einer Stimme aus Sand. Seine Fans sind so verrückt nach ihm, dass sie im August die Bühne in Anaheim auseinandergenommen haben. Okay. Nur weil er nicht auftreten wollte. Er hat also Einfluss. Finden Sie alles über El Chidos Besuch heraus, damit wir die Nummer versauen können. Er hält sich bestimmt bedeckt, aber sein Agent wird viel unterwegs sein, damit sich die Reise für ihn auch lohnt. Alles klar, wir konzentrieren uns auf den Agenten. Und aufs Fahren. Oh Mann, und wieder Video. Wenn
Wenn Sie keine Narco Corridos hören, sind Sie eine Pussy und von meiner Liste. Narco Corrido ist der Gangster-Rap des 21. Jahrhunderts. Ach du Scheiße. Harte Worte, zensierte Musik und der Swagger ist die Show. Dieser sexy Motherfucker ist El Chido und der weitaus beste Corrido-Künstler der Welt. Seine Verkäufe heimsen jährlich Millionen Dollar ein. Stünde er Santa Blanca nicht so nahe, wollte ich ein Kind von ihm. Dieser charmante Macho schreibt und singt die Corridos, die die Geschichten von Santa Blancas Buchones von Bolivien bis nach Culiacán erzählen. El Chido, echter Name Marcelo Rios, ist kein schlechter Kerl. Er singt nur so. Außerdem ist er Dicke mit den Gangstern von Santa Blanca. Santa Muerte, die Kirche des Kartells, fördert Öffentlichkeitsarbeit und ein Konzert in Malca. El Chido soll die Moral aufpeppen und Santa Blancas Wort verbreiten. Das ist die Gelegenheit, einen Outsider mit Insiderwissen zu schnappen, der alles zu verlieren hat. Wenn wir El Chido tatsächlich auf seine Kumpel ansetzen, singen die Gerichte der gesamten westlichen Hemisphäre und sein Loblied. Schnappen Sie ihn, süß. Aber seien Sie nett. Und lassen Sie die hübsche Visage ganz. Na, ah, da ist jemand wuschig auf ihn. So, so. Ach, das ist hier. Aber wir müssen erstmal hier. Da ist jemand wuschig auf ihn. 5,8 Kilometer, sag mal, geht's noch? Schade, dass man sich auch keinen Hubschrauber holen kann, oder? Den nehmen wir mit, dass uns nicht so ganz langweilig wird. Dass uns nicht immer ganz langweilig wird. Guten Morgen. Oh, nicht mehr ein Schaf trifft er. Ja, wir wollen immer hier Level-Ups. Danke. Könnt ihr mit dem Traktor weiterfahren, aber da brauchen wir ja noch länger. So. Dann nehmen wir mal die Karre, die sieht ja ein bisschen fresher aus. Bitte einmal aussteigen. Raus aus dem Auto, sofort. Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Lieb gesagt. Dann düsen wir mal zu dem hin. Cool auch da auf dem Berg, wie sie das geschrieben haben. Wahnsinnig. Mega gutes Level-Design. Hut ab, meine Damen und Herren, Hut ab. Ist doch nicht mehr so oft dunkel wie vorher, oder bilde ich mir das nur ein? Ich glaube, wir haben auch einfach immer nur Glück gehabt. Na toll. Na. Noch ein Stück. Pium, pium, pium. Dann können wir da wieder einen Platt machen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Daran, dass es hier nicht um Ramon Feliz oder Computer geht. Es geht um die ganzen Kinder, die das Kartell verkauft hat. Immer noch verkauft. Soweit wir wissen, sind gerade neue Kinder in der Pipeline. Es muss mehr als nur ein paar Eltern geben, die ihre Kinder vermissen. Warum redet denn keiner? Sie müssen. Geht dein Kind verloren, sprichst du mit den Cops oder irgendwem. Der Presse. Ich denke, die haben auch Angst. Und wissen, wo ihre Kinder vielleicht sind. 3,3 Kilometer. Kommen wir schon mal näher hin. War da jetzt eben ein Hubschrauber? Oh, ich habe nichts gesehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht. Ich habe nicht darauf geachtet. Entschuldigung. Eieieiei. Deswegen spiele ich auch kein GTA. Würde nicht lang gut gehen mit dem Fahrstil. So. Gibt's hier was? Nope. Ne, dafür haben wir aber einen Ort entdeckt. Den holen wir uns nicht. Das könnte vergessen, wenn die im Auto sitzen. Das ist nämlich voll das Drama. Boah, cool. Tatsache, wir müssen hier rechts runter.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, und da vorne nochmal rum ums Eck. Oh, ist sehr gut. Ey, 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 ey. Fahr, mein Junge, fahr. 1,7. Und da vorne blitzelt's. Auch sehr gut gemacht, das habe ich aber schon mal gesagt bei den früheren Aufnahmen. Dass, wenn es regnet, das Fahrverhalten ganz anders ist. Da rutscht er schon mal ein bisschen mehr. Haben die wirklich nicht so schlecht gemacht. So. Jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Da ist jetzt auf einmal ein Hubschrauber. Ist doch jetzt nicht wahr. Wir nähern uns Felis Haus. Beeilen wir uns, bevor uns sich das Kartell holt. Sie sehen dich gleich. Verzieh dich. Ja. Jetzt aber mal ehrlich. Gut, alles klar bei uns. Oh. Gottverdammt, wir kommen zu spät. Felis ist tot. Alter Falter. Diese verdammten Welten. Seine Daten sollten hier irgendwo sein. Den haben sie aber gut mitgenommen. Scheiße. Tja, die Festplatte ist weg. Bowman, Felis ist tot und die Festplatte weg. Der Mörder hat eine ziemliche Schweinerei hinterlassen. Woher wissen Sie das? Der Schwachkopf hat gerade ein Selfie von sich am Tatort getwittert. Er hat das Foto geokodiert. Ich schicke Ihnen seinen Standort. Sehen Sie zu, dass Sie Felis Festplatte retten, bevor sie zerstört wird. Unterwegs. Ach, die Bilder, nett. Wo ist denn das? Ach, jetzt kommt Zeit, ist das euer Ernst jetzt? Also Wahnsinn. So decken Sie das ab, okay. Ist ja nett. Ja gut, dann müssen wir halt leider dahin fliegen. Ja. Da fahren wir nicht hin, da fliegen wir hin. Sehr gut, das machen wir. Bei der nächsten Aufnahme. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst am besten mal so ein Gefällt mir, Kommentar oder sonst was da, was man besser, schlechter, och, die ganzen Sachen, was man so alles reinschreiben kann. Danke fürs Zusehen. Und danke, dass ihr die Nerven auch immer mit mir habt. Zum Beispiel, dass ich hier hängen bleibe. Geil, ne? Geil. Man kann einfach mal nicht durch, weil man einfach wieder zu fett ist. Und ja, über ein Abo würden wir uns mehr wie freuen. Ist natürlich kostenlos. Viele fragen dann immer, kostet das was? Das sind die Menschen, die mit YouTube leider nicht so viel am Hut haben. Okay, natürlich kostet das nichts. Einfach nur klicken. Ihr würdet dann immer nur informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Danke sehr. Bis dann. Bis zur nächsten Aufnahme. Euer dicker Thomas. Ah, doch, jetzt. Ach, im Stehen kommt man durch. Ah, okay. Bis dann. Ciao, ciao.